Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute gibt es mal wieder ein bisschen anderes Video. Ich baue diesen Pizzagrill aus, beziehungsweise packe ihn erstmal aus. Dann schauen wir uns das Ganze an, wie das aussieht. Und dann bauen wir den auf und dann werden wir ihn mal einbrennen und ausprobieren. Mein Bruder hat sich diesen Pizzaofen bestellt und hat ihn mir netterweise zur Verfügung gestellt, damit ich ein Video machen kann und damit ich ihn aufbauen kann. Aber ich packe den jetzt mal aus und dann schauen wir das Ganze an. Also hier ist so ein Umschlag drin. Ich glaube, hier ist die Bedienungsanleitung drin. Ja, Gebrauchsanweisung und ein paar Rezepte. So sieht das Ganze dann aus, wenn es ausgepackt ist. Hier ist noch der Schlauch dabei mit einem Gasdruckregler. Das ist hier einfach ein ganz einfacher. Hier ist der Stein eingepackt, der war hier drin. Ich filme mal ganz kurz das Innere von dem Ofen. So sieht der Ofen von innen aus. Ihr seht, da hinten ist ein Luftauslass. Hier kommt dann später der Stein drauf, damit der nicht auf der Fläche liegt. Da hinten sieht man, sind die Gasbrenner und noch ein kleiner Luftauslass. So sieht das Gerät von der Seite aus. Sieht eigentlich recht stylisch aus, recht hochwertig. Ja, das hier ist ein bisschen wackelig, finde ich. Aber sonst macht das Gerät eigentlich, einen recht guten Eindruck. Ja, das finde ich ein bisschen wackelig. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es schon okay verarbeitet. So sieht der Schlauch aus, der dabei ist. Ich finde, das ist ein bisschen kurz. Also wenn man denkt, dass die Gasflasche am Boden steht oder so, dann könnte es ein bisschen kurz sein. Aber ich baue das Ganze jetzt mal zusammen und dann probieren wir es aus. So, hier unten kommt der Gasschlauch rein. Dann packe ich als nächstes den Pizzastein aus. Also der sieht schön aus. Hier mit einem Logo vorne drauf, finde ich eigentlich ganz cool. Der Pizzastein wird jetzt einfach hier reingelegt. So, dann gibt es hier unten, wo man das Gas regelt, quasi die Zündung. Hier ist eine Batterie drin, das drehe ich jetzt einmal auf. Und mache hier eine Batterie rein. So, wie man hören kann, jetzt zündet das Ganze auch. So, dann ist der Pizzaofen jetzt soweit aufgebaut. Den Stein habe ich reingemacht, den Schlauch habe ich dran, die Batterie ist drin. Ich schließe das Gas jetzt an und lasse den Ofen mal so eine halbe Stunde bis 45 Minuten ein bisschen einbrennen, damit die ganzen Rückstände aus der Herstellung verschwinden. Und dann machen wir mal einen Versuch. Ich werde vielleicht ein paar Pizzabrötchen testen und eventuell heute schon eine Pizza. So, ich habe den Pizzaofen jetzt ein bisschen einbrennen lassen. Ich zeige euch das mal kurz, wie es da drin aussieht. Wie man sehen kann, das glüht schon ganz gut da drin. Ich habe mich jetzt doch entschieden dazu, Pizza zu machen. Ich mache jetzt hier aber ein paar Mini-Pizzen. Noch ganz kurz zur Info, der Grill hat 179 Euro gekostet beim Dehner und war im Angebot. So, ich drücke die hier einfach ein bisschen klein. Wenn ich die dann ein bisschen platt gemacht habe, dann nehme ich mir ein bisschen von der Tomatensauce, gebe die hier drauf, verteile die hier. Dann schneide ich mir ein bisschen Mozzarella runter. Hier sollte nicht super viel drauf sein. Das Ganze kann man auch ein bisschen verreißen, weil der Mozzarella halt relativ viel Wasser drin hat und das dann die ganze Pizza verwässert. Dann nehme ich mir ein kleines bisschen Pfeffer, gehe hier einmal mit dem Pfeffer drüber, dann mit dem Salz. Dann nehme ich mir noch ein paar Basilikumblätter. Mache hier einfach noch ein bisschen Basilikum drauf. Ganz kurz zum Teig, das ist einfach ein Fertigteig aus dem Supermarkt. Da wollte ich jetzt keinen großen Aufwand machen, ich will ja eigentlich nur das Gerät testen. Aber jetzt schauen wir mal, wie das Ganze rauskommt. Dafür nehme ich mir den Pizzaschieber und gehe dann einfach hier rein. So, ich habe die Pizza jetzt einmal gedreht, ich hoffe, man kann es sehen, weil von hinten hat es schon eine gute Farbe.
und von vorne war sie noch ein bisschen weiß. So sieht die Mini-Pizza aus. Ich finde, das sieht eigentlich recht gut aus. Natürlich ist da jetzt viel Flüssigkeit drauf. Das kommt natürlich durch die Mozzarella, aber das habe ich ja vorher gesagt. So, ich werde die Pizza jetzt mal probieren. Also sieht super aus. Ich hoffe, man kann das sehen, auch von unten. Hat eine schöne Kruste. Aber ich probiere das Ganze jetzt mal. Wie gesagt, die Flüssigkeit, die ist da drauf, weil es Büffelmozzarella ist. Wenn man den normalen nimmt, passiert das natürlich nicht. Also die Pizza aus dem Pizzaofen schmeckt echt super. Und hier, wie man auch hören kann, also die Kruste ist echt gut geworden. Natürlich, wenn man ein bisschen besseren Teig hat, dann ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Aber dafür muss ich sagen, ist es echt solide. Ich habe jetzt schon die zweite Pizza durch. Also ich denke, das ist ein solides Gerät. Aber jetzt wird es Zeit für ein Fazit. Da werde ich auf ein paar Sachen eingehen, die ich vorher gesehen habe. Als erstes würde ich mal sagen, das ist ein solides Gerät für den Preis, 180 Euro. Es ist solide verarbeitet, es ist auf jeden Fall okay. Der Schlauch ist dabei, Gasdruckregler ist dabei. Natürlich der ganz normale Gasdruckregler, der ohne die Anzeige. Aber das ist ja eigentlich normal, das machen ja die meisten. Ich glaube, die Größe ist auch super. Ich glaube, die können sich viele Leute auch auf den Balkon stellen, wenn sie da einen kleinen Tisch hinstellen. Also hier unter dem Grill wird es eigentlich nicht heiß. Das meiste geht eigentlich hier oben ab und hier nach hinten raus, wo die Öffnung ist. Eines der Sachen, die mir nicht so gefallen haben, ist, wenn man hier auf der Seite sieht, wie das verbaut ist. Und wenn man hier drüben auf der Seite guckt, dann sieht man, dass das hier rausguckt und hier einfach schön hinter dem Metallstück ist. Und hier guckt es einfach raus, das ist einfach nicht schön verarbeitet. Dann das andere war, das hatte ich ja vorher schon gezeigt, war einfach der Knopf, wo ich fand, der ist ein bisschen locker. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das ein solides Gerät. Ich würde sagen, für den Preis ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein paar Jahre halten, wenn man es gut behandelt. Und der Pizzastein, ich denke, wenn dem was passiert, dann kann man den auch ersetzen. Das, denke ich, wird kein Problem sein. In der Anleitung waren, glaube ich, auch ein bisschen längere Gasschläuche drin, andere Steine. Also da gibt es wahrscheinlich noch einiges an Zubehör. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man so eine Schaufel hat, so eine Pizzaschaufel, weil sonst hat man da, glaube ich, nicht sehr viel Spaß. Wenn du noch weitere solche Videos sehen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal und hinterlass einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.